Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Der Deadpool-Skin ist jetzt tatsächlich für alle verfügbar. Gestern gab es ja viele Probleme, wo die meisten Leute den Deadpool-Skin tatsächlich nicht freischalten konnten, weil die Challenges nicht verfügbar sind. Jetzt sind die Challenges allerdings für alle verfügbar. Das heißt, ihr könnt auch, solange ihr natürlich den Battle Pass habt, jetzt auch den Deadpool-Skin freischalten. Wenn ihr zu den Challenges Hilfe braucht, habe ich ein Video dazu gemacht. Könnt ihr gerne auschecken, werde ich mal in der Infokarte verlinken. Und gestern habe ich tatsächlich die 500 und die 600 Abonnenten erreicht. War auf jeden Fall so extrem krass, euer Support gestern. Und wenn ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werde ich wieder richtig häufig streamen, wenn mal wieder das Internet ein bisschen besser funktioniert. Zurzeit immer etwas schwierig mit Fortnite zocken. Aber wie gesagt, wenn das Internet ein bisschen besser wird, dann werde ich dort auch wieder ein bisschen regelmäßiger streamen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an und hier sollte auch eigentlich eine Animation sein, das ist bei mir irgendwie immer noch verbuggt und als Hintergrund sollte eigentlich so ein roter Deadpool-Hintergrund sein und nicht der Winter-Hintergrund, das ist bei mir irgendwie immer noch verbuggt. Ich glaube, den Bug haben allerdings nicht ganz so viele. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch diesen Bug habt, dass der Shop nicht richtig angezeigt wird. Auf jeden Fall haben wir hier einmal die vorgestellten Gegenstände und dann nochmal besondere Angebote. Bei den vorgestellten Gegenständen können wir einmal als Paket kaufen und dann natürlich einmal alles einzeln. Hier stand auch gestern bei dem Paket, dass es 2000 V-Bucks statt 2900 V-Bucks sind, obwohl die ganzen Items zusammen natürlich 3100 V-Bucks kosten. Dann haben wir hier bei den ganzen Deadpool-Items einmal den Drachenhorn-Gleiter, dann haben wir als nächstes die Fleischhammer-Spitzhacken, dann den Chimichanga-Emote. Und dann als nächstes noch den Flott-Unterwegs-Emote, auch als Fortbewegungs-Emote. Finde ich auf jeden Fall das niceste Item von den Deadpool-Items hier und sieht auch eigentlich echt ziemlich nice aus. Dann haben wir bei den besonderen Angeboten den Kunia-Skin, den Kenji-Skin, dazu dann die Stellschlag-Spitzhacke. Als nächstes haben wir den Schlappro-Skin, da natürlich einmal Standard und dann die Schwarz-Weiß-Variante. Selbiges natürlich beim Knorra-Skin, auch einmal Schwarz-Weiß und Standard-Stil. Dann gibt es dazu noch die Presslufthacker-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den Omen-Skin und die Orakelhacke. Dann haben wir den doppeltes Spiel-Skin, den Weiß-Skin. Dann haben wir die dynamische Feuerlackierung, die wird beim Schießen animiert. Das heißt, mit jedem Schuss ändert sich immer die Farbe und wenn man immer relativ schnell schießt, dann sieht es auch ziemlich nice aus. Finde ich auf jeden Fall cool, solche reaktiven Lackierungen. Als nächstes haben wir den echten Intensiv-Emote, war glaube ich auch schon relativ lange nicht mehr im Shop. Dann haben wir den Voll-80er-Emote, ist bei mir ohne Musik, weil ich sonst Copyright-Strike bekommen würde. Das ist, glaube ich, der Never-Gonna-Give-You-Up-Emote. Musik natürlich, meinte ich. Kann ich aber jetzt eh mal nicht zeigen. Wenn ihr es sehen wollt, habe ich auch irgendwann ein Video gemacht, da habe ich jemanden Copyright-Strike bekommen. Aber ich habe keinen Bock, nochmal einen Copyright-Strike zu bekommen. Deshalb habe ich das ausgeblendet. Deshalb nicht wundern. Dann haben wir als nächstes noch den Setz-Dich-Doch-Emote. Das war es dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich glaube, in den nächsten Tagen sollen auch noch ein paar mehr Deadpool-Items dazukommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie gesagt, natürlich Abo, liken, teilen und kommentieren nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Video noch wieder. Bis dahin, ciao.